Wir beginnen unsere Recherche in Cottbus. Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs ist immer wieder Schauplatz rechter Mobilmachung. Seit einem Jahr organisieren radikale Rechte auch Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. An diesem Sonntag im Februar 2021 ist es eine Cottbusser Initiative mit dem unverfänglichen Namen Bürger für Bürgerrechte. Vorab möchte ich sagen, dass ich weder rechts noch links noch sonst etwas bin. Wir sind am Ende alle eins, nämlich eine große Menschenfamilie. Wir sind das Volk und wir sind der Souverän. Bereits im Oktober 2020 mobilisierte der rechtsextreme Verein Zukunft Heimat mit einer Anti-Corona-Demo fast 500 Menschen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Immer wieder rufen Akteure, die der radikalen Rechten zugeordnet werden, zu Aktionen gegen die Corona-Politik auf. Doppelter Abstand, Söder, erhöre uns. Sven Bogasch kennt diese Gruppen. Hallo, schön, Sie wieder zu sehen, Cottbus. Der Leiter der Polizeidirektion Brandenburg-Süd beobachtet seit langem ihre Kundgebungen und weiß, wer daran teilnimmt. Es sind Personen, die teilweise mit der Situation unzufrieden sind. Wir haben aber insbesondere auch in den ersten Versammlungen deutlich Rechtsextremisten in den Versammlungen spüren können. Bogasch ist verantwortlich für den Schutz von über 600.000 Menschen in der Region. Die radikale Rechte beschäftige ihn in seiner Arbeit besonders. Machen Sie sich denn manchmal Sorgen um Ihre Stadt? Ja, natürlich. Cottbus ist eine sehr schöne Stadt. Ich sag ja schon, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und wenn dann der Ruf von Cottbus durch eine Minderheit geprägt wird, die keinen guten Ruf darstellt, dann ist es schon eine unschöne Situation. Morgen. 2019 warnt der Landesverfassungsschutz. Die Stadt werde in Teilen dominiert von einem toxischen Gebilde. Ein Netzwerk aus Rechtsextremen, Hooligans und Kampfsportlern, die auch Teile der lokalen Wirtschaft prägen, wie Gastronomie und Sicherheitsunternehmen. Die radikale Rechte ringe hier seit Jahrzehnten um Einfluss, erzählt uns Bogasch. Bomberjacke und Springerstiefel seien kaum noch zu sehen. Man gebe sich eher bürgerlich. Sie versucht also Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Das ist mit Gewalt schwer möglich. Und sie sucht nun andere Möglichkeiten, Platz in der Gesellschaft, Anerkennung zu finden, über wirtschaftliche Aktivitäten, über Events. Hinter dem vermeintlich harmlosen Auftreten steckt eine Strategie. Die radikale Rechte möchte breitere gesellschaftliche Schichten für sich gewinnen. In ganz Deutschland. Das beobachtet der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Cottbus ist keine Ausnahme. Es gibt viele andere Regionen, in denen sich Ähnliches abspielt. Quent leitet in Jena das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Seit Jahren erforscht er radikale rechte Bewegungen deutschlandweit. In Cottbus sei die, wie er sagt, neue Rechte besonders erfolgreich. Doch das Vorgehen sei überall gleich. Die neue Rechte hat die Strategie ausgegeben, unter dem Deckmantel des Populismus in die Parlamente, in die Öffentlichkeit, in breitere Bevölkerungsgruppen vorzustoßen. Wir sprechen seit einigen Jahren von der neuen Rechten. Was ist das eigentlich? Die neue Rechte ist überhaupt nicht neu. Es gibt sie seit dem Ende der 1960er Jahre als Gegenbewegung zu der sogenannten neuen Linken. Es ist der Versuch, eine antiliberale, antidemokratische, rechtsradikale Politik neu zu fassen. Es ist also eine Form von intellektueller Rechtsextremismus, der sich versucht, unter bürgerlichem Gewand darzustellen und der versucht vor allem, die Grenzen zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus einzureißen. Die neue Rechte, so Quent, versuche auch außerhalb der Parlamente ihre antiliberalen Positionen gesellschaftsfähig zu machen. Mit eigenen Kulturangeboten, Vereinen und Initiativen. Kann ihr das durch die Verknüpfung mit den Protesten auf der Straße und mit der Wut auf die Corona-Politik gelingen? Zurück in Cottbus. Dort ruft Bürger für Bürgerrechte erneut zum Protest auf. Diesmal mit einem Autokorso gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Initiative gibt sich unabhängig. Tatsächlich zeigen unsere Recherchen, die Initiatorinnen von Bürger für Bürgerrechte traten mehrfach bei dem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Verein Zukunft Heimat auf. Ist die Initiative Bürger für Bürgerrechte in Wahrheit ein neurechter Tarnverein? Monique Buder, Mitorganisatorin des Autokorsos, war zuvor auch schon bei Zukunft Heimat aktiv. Der Verein wird inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet.
Es scheint offensichtlich große Überschneidungen zu geben von Bürger für Bürgerrechte, Zukunft Heimat und AfD. Wir unterstützen uns natürlich gegenseitig, logisch. Ne, wenn sich die Themen dazu passend sind, warum sollte man sich da nicht gegenseitig ergänzen? Mhm. Zukunft Heimat gilt, so ein interner Vermerk des Verfassungsschutzes, der uns vorliegt, als Scharnier in die gewaltbereite und rechtsextreme Szene der Stadt. Das kann ich jetzt nicht, beurteilen, beziehungsweise ist mir das jetzt so damals nie aufgefallen. Ich mach mal los, ne? Etwa eine Stunde nach Ende des Autokorsos gibt es vor der Stadthalle eine weitere Demonstration. Aufgerufen hat diesmal die AfD. Auch hier ist Monique Buda mit dabei und einige Parteiprominenz, wie der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland und der rechtsextreme Andreas Kalbitz, der mittlerweile aus der AfD ausgeschlossen wurde. Der Hauptredner ist Hans-Christoph Berndt. Er ist Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg und Gründer des Vereins Zukunft Heimat. In Cottbus veranstaltet Berndt mit seinem Verein seit 2017 fremdenfeindliche Demonstrationen. So bezeichnet der Verfassungsschutz die Proteste. Seit Frühjahr 2020 nutzt Berndt auch das Thema Corona für seine Kundgebungen. Weil sich immer mehr Bürger diesem offensichtlichen Corona-Wahnsinn nicht mehr unterwerfen wollen. Setzen wir diese Proteste fort. Der Verfassungsschutz nennt ihn einen, Zitat, erwiesenen Rechtsextremisten. Berndt wirbt offensiv für möglichst breite Allianzen. Ich bin und ich bleibe Teil der patriotischen und freiheitsliebenden Bürgerbewegung in Deutschland. Und deshalb habe ich die AfD auch immer als Teil einer solchen Protestbewegung verstanden. Berndt versucht, Protest und Unmut in der Stadt zu kanalisieren und gibt sich dabei bewusst bürgerlich. Ein interner Vermerk des Verfassungsschutzes, der ZDF Zoom vorliegt, sieht das anders. Berndts Verein Zukunft Heimat sei unterwandert von Neonazis der Gruppierung Spreelichter. Die wurden bereits 2012 verboten. Berndt und sein Verein würden eine, Zitat, Scharnierfunktion zur gewaltbereiten, rechtsextremistischen Mischszene erfüllen. Darüber reden möchte er mit uns nicht. Bereits im Vorfeld hatten wir ihn mehrfach um ein Gespräch gebeten. Ich habe alles gesagt, mehr ist nicht zu sagen. Besten Dank. Eine Frage zu Ihren Verbindungen ins neonazistische Milieu. Ich rede nicht mit Ihnen. Sind Sie Stolker oder sind Sie Journalist? Schönen Dank. Hans-Christoph Berndt und sein Verein Zukunft Heimat sind ein Musterfall der neurechten Strategie, ihre radikale Agenda möglichst breitenwirksam zu propagieren und harmlos erscheinen zu lassen. Bundesweit möchte er diese Strategie voranbringen, Götz Kubitschek. Bereits 2016 berichtete ZDF Zoom über dessen Ambitionen. Überall im Land wolle er eigene Bürgerinitiativen gründen, wie Zukunft Heimat in Cottbus. Die neue Rechte wolle neue Schichten erreichen und sich modern geben. Ja, durch eine bestimmte Art von Film, durch eine bestimmte Art Internetauftritt, durch eine bestimmte Art der Selbstpräsentation, dass es überhaupt kein Problem ist, ein ganz natürlicher Vorgang zu uns herüberzufinden. Kubitschek, Leiter eines kleinen Verlages, gilt als einer der Hauptstrategen der neuen Rechten. Er trat auf Kundgebungen von Zukunft Heimat und Pegida auf. Sein Ziel? In allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv sein, um so das Diskursfenster nach rechts zu verschieben, wie er auf einer AfD-Strategietagung 2017 erklärte. Und das Verschieben dieses Fensters ist die Grundaufgabe unseres politischen Milieus, das aus Partei, Milieu, Medien, vorpolitischen Initiativen und aktivistischen Initiativen besteht. Lassen Sie manches, was gefährlich ist, andere machen. Die unterschiedlichen Akteure verbinde ein gemeinsames Ziel, sagt Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent. Das bedeutet die Destabilisierung des Glaubens und des Vertrauens in die liberale Demokratie, um dann auf den ideologischen Ruinen sozusagen des Vertrauens in die liberale Demokratie eine neue rechtsradikale Gesellschaftsordnung zu installieren.
Die neue Rechte suche nach einer neuen Krise. In der Corona-Pandemie glaube sie, diese gefunden zu haben und bemühe sich um neue Bündnisse. Diese Allianzen kommen zusammen, allerdings ohne eine große Breitenwirkung dahingehend auszuwirken, dass sich Menschen ihnen massenhaft anschließen. Was allerdings erfolgreich ist, ist diese Strategie der Destabilisierung. Denn das ist ja die große Hoffnung, wenn man nur oft genug von der Corona-Diktatur redet, dann bleibt bei der Bevölkerung da auch ein Misstrauen etwas hängen. Moin, grüß dich. Josef Hollenburger, Politikwissenschaftler und Datenspezialist, analysiert, wie sich die neue Rechte online mit Corona-Skeptikern vernetzt. In den Tagen vor dem versuchten Reichstagssturm hatte Hollenburger verstärkte Gewaltaufrufe registriert, besonders auf dem Messenger-Dienst Telegram. Also da gab es schon sehr viele Eskalationen, die dann wiederum in die Realität eben auch umgeschlagen haben mit diesem versuchten Sturm auf das Reichstagsgebäude. Da gab es zum Beispiel eine Gruppe, die bereits seit 23. Juli existierte und Sturm auf den Reichstag hieß. Auf dem Messenger-Dienst Telegram werden selbst hasserfüllte und gewaltvolle Inhalte nicht kontrolliert. Auch deswegen hätten viele neurechte Akteure in den vergangenen Jahren Telegram für sich genutzt. In der Corona-Pandemie seien dann auch viele neue Nutzer auf die Plattform gelangt. Wenn man sich die NutzerInnenbewegung generell anguckt, dann sieht man, dass da wirklich sehr viele so ab April, Mai mit zu Telegram hinzugekommen sind und vorher noch in keiner Gruppe aktiv waren. Wir sehen jetzt hier vor allem die größten Kanäle, die ein sehr rasantes Wachstum eingenommen haben, über das ganze Jahr verteilt eigentlich gesehen. Von der wachsenden Popularität der Plattform profitierten vor allem die neu entstandenen Corona-Gruppen. Auf Telegram konnte die AfD und andere rechte Akteure von der Pandemie bisher noch nicht so stark profitieren. Wir sehen sehr viele verschwörungsideologische Akteure, die starken Zugewinn bekommen haben, die mittlerweile über 150.000 Abonnenten zum Beispiel erreichen. Die AfD hat offizielle Kanäle auch auf Telegram, die derzeit aber noch unter 10.000 zum Beispiel bleiben. Wir bitten Josef Hollenburger, für uns zu analysieren, inwieweit die AfD, beispielhaft für die neue Rechte, in den Querdenken-Kanälen mit ihren Inhalten präsenter wird und wie erfolgreich sie mit ihrer Strategie der Vereinnahmung ist. Unterdessen schauen wir uns einige der Telegram-Gruppen aus Hollenburgers Datensatz genauer an. Wir lesen tausende Nachrichten und stellen dabei fest, die Gruppen sind vielfältig und vielschichtig. Esoteriker und Rechtsradikale, besorgte Väter und verzweifelte Selbstständige. Kritik an den Maßnahmen mischt sich mit Verschwörungstheorien und Antisemitismus. Immer wieder lesen wir Gewaltaufrufe und Drohungen gegen Politik, Wissenschaft und Medien. Der Ton verschärft sich, die Botschaften werden radikaler. Im Oktober 2020 erhängen Unbekannte im nordrhein-westfälischen Minden symbolisch die Presse. In der örtlichen Querdenkengruppe findet die Aktion Fürsprecher. Im Februar 2021 wirbt die Querdenkengruppe Minden für eine Kundgebung im benachbarten Espelkamp. Wir fahren dorthin und wollen einige Demonstrierende persönlich kennenlernen. Gegründet wurde die Mindener Querdenkengruppe auf Initiative lokaler Bürgerinnen und Bürger. Auch die örtliche AfD mischt mit. Von Anfang an mit dabei Landtagsabgeordneter Thomas Röckemann. Minden wie auch Espelkamp gehören zu seinem Wahlkreis. Er ist auch in der lokalen Querdenken-Telegram-Gruppe aktiv, wirbt dort offen für sich und die AfD. Bevor wir ihn treffen, sprechen wir mit einem der Organisatoren. Bei unserer Demonstration darf jeder mitlaufen, der unser Anliegen mitteilt. Wir gucken nicht in sein Gehirn, wir fragen ihn nicht nach oder stoßen ihn ab, sofern er sich vernünftig und akkurat verhält. Also dürften auch Rechtsextremisten bei Ihnen mitlaufen? Sogar Linksextremisten dürften bei uns mitlaufen. Und wissen Sie was, beim nächsten Mal können Sie mich auch fragen, ob ich mich von der italienischen Mafia abgrenzen will oder so. Mit der ich zwar auch nichts zu tun habe, aber vielleicht läuft ja einer mit. Die AfD-Präsenz gefällt nicht allen. Eine Parteianhängerin wird von anderen Demonstrierenden aufgefordert, ihre AfD-Maske umzudrehen. Eigentlich finde ich das scheiße, weil es geht ja wirklich um was. Ja, hört auf, die Leute hier in die rechte Ecke zu stellen. Wir lassen uns hier nicht von irgendwelchen Nazis kapern. Der AfD-Abgeordnete Thomas Röckemann zählt zum äußerst rechten Flügel der Partei in Nordrhein-Westfalen. Jetzt waren ja hier bei der Demo durchaus einige Widerstände auch gegen Sie.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden gar nicht gewollt? Aber gar nicht. Ich habe ganz viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind. Also von daher passt das schon. Sie nehmen ja regelmäßig an solchen Veranstaltungen teil. Warum? Man sagt, 30% der Querdenkenbewegung ist AfD-affin. Das finde ich schon bemerkenswert. Zumal, wenn man jetzt heute geguckt hat, da haben sehr viele Alt-68er gespielt mit Zöpfchen und gewählt. Für Thomas Röckemann sind die Querdenker potenziell politische Anhänger. Und um diese zu umwerben, ist kein Vergleich zu groß. In der Telegram-Gruppe zum Beispiel Querdenken Minden sprechen Sie von der Diktatur und Sie wollen gern Angela Merkel vor Gericht stellen. Oh ja, das möchte ich wirklich gerne. Im Übrigen meine ich, dass die Maske eine Art Herrschaftssymbol ist. Herrschaftssymbol für was? Für wessen Herrschaft? Das, die Herrschaft von Frau Merkel. Die Organisatoren der Demonstration distanzieren sich wenige Tage danach von der Teilnahme der AfD. Thomas Röckemann tritt später aus der Minden-Telegram-Gruppe aus. Wir sind wieder mit dem Datenanalysten Josef Hollenburger verabredet. Mit dabei ist diesmal auch Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent aus Jena. Wegen der Corona-Lage ist er virtuell zugeschaltet. Wie gut ist es zum Beispiel der AfD in den vergangenen Wochen gelungen, Telegram für sich zu nutzen und ihren Einfluss auszubauen? Was wir sehen können, ist, dass die AfD auf Telegram anscheinend im Moment mehr thematisiert wird. Inhalte der AfD sind deutlich häufiger zu finden. Aber auch die AfD-eigenen Kanäle wachsen im Jahr 2021. Das ist ja nach unserem letzten Treffen Mitte Januar etwa wirklich extrem steil. Warum gerade in dieser Zeit zwischen Januar und April? Möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass es gerade die jeweiligen Landtagswahlen nochmal betroffen hat und man da mehr intern auch mobilisiert hat. Auf jeden Fall hat man vermutlich eine Medienstrategie da angewendet, um diese Kanäle stärker zu publizieren. Seine Analyse zeigt, besonders gut funktioniert diese Strategie beim Thema Impfen. Das sei in Querdenkengruppen in den vergangenen Monaten besonders präsent. Und die AfD bediene die Impfskepsis mit eigenen Inhalten. Über die letzten Wochen hat das Thema Impfen Telegram dominiert. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel Videos aus dem Bundestag der AfD häufiger geteilt werden, gerade eben, wenn sie das Thema zum Beispiel Impfungen thematisieren. Herr Quent, als wir uns zuletzt sahen, haben wir von einer möglichen Allianzbildung gesprochen. Inwiefern kann das erfolgreich sein? Und da können sowohl Impfgegner als auch die AfD voneinander profitieren, denn die einen sitzen in den Parlamenten und die anderen sind in der Lage, Straßenproteste zu einem aktuellen Thema zu mobilisieren und dass hier Politikverdrossenheit, Populismus oder eben auch radikale Bewegungen gestärkt werden. Aber wir sehen, dass die AfD wahltaktisch insgesamt davon bisher nicht profitieren kann. Neurechte Aktivisten versuchen, Verunsicherung und Wut für sich zu nutzen. Hollenburgers Datenanalyse zeigt, online haben sie damit teilweise Erfolg. In der breiteren Öffentlichkeit kann sie damit bisher zwar noch nicht punkten, doch langfristig ziele die Strategie der neuen Rechten auf etwas anderes, ihre Agenda gesellschaftsfähig zu machen.